Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer, meine beiden Vorredner waren sich ja in einem einig, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder, die unsere Schulen besuchen, dass die Deutsch lernen. Und Herr Wagner hat dann auch angefügt, dass sie natürlich auch lesen und schreiben lernen. Es sind verschiedene Konzepte vorgetragen worden. Ich kann Ihnen sagen, ich habe auf diesem Gebiet einschlägige Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung. Ich könnte, ja gut, ich sage das nicht. Dieses Problem ist ein ständiges Problem und das ist nicht erst entstanden, als unsere Gastarbeiter zu uns nach Deutschland kamen, sondern das war schon ein Problem meiner Generation. Und auch bis heute ist es ein Problem, weil unsere Kinder reden zum großen Teil Mundart. Und in meinen Jahrgängen hat man weder Radio noch Fernsehen gehabt. Da hat man die hochdeutsche Sprache der Kirche gehört und sonst nirgends. Das heißt also, damals schon und ich selber als Schüler, ich musste Hochdeutsch in der Schule lernen. Und das war überhaupt kein Problem, weil die Lehrpersonen damals den heute verpönten Frontalunterricht durchgeführt haben. Das heißt, die haben auch sehr viel gesprochen. Und weil sie sehr viel gesprochen haben, hat man sehr viel Sprache mitbekommen und es hat nicht lange gedauert. Da hat man gewusst, dass der Drill ist, dass das der Kreisel war und die Schlappe halt eben Pantoffel heißen. Und dann war das ohne Schmerzen erledigt. Und in meiner Schule in Saarlouis, wo ich viele Kinder aufgenommen habe, aus Italien zuerst und später aus der Türkei und dann noch später aus dem Kosovo, war das auch kein Problem. Ich gebe allerdings zu, dass die nicht massenweise aufgetaucht sind, sondern nacheinander, sodass sie also immer in die normalen Klassen integriert wurden und am normalen Unterricht teilgenommen haben. Und es hat nie länger als ein Jahr gedauert, bis diese Kinder, genau wie die anderen Kinder aus Saarlouis, Blatt gesprochen haben und auch genau Hochdeutsch gesprochen haben. Und es ist also eine Aufgabe, glaube ich, nicht des Ministeriums, sondern es ist eine Aufgabe der Schule, das zu organisieren. Was das Ministerium machen muss, ist die nötige Anzahl an Lehrpersonen und überhaupt an Personen, die da mitarbeiten, bereitzustellen. Das ist das Wesentliche. Aber ansonsten ist es Aufgabe der Schule. Ich sage mal ein praktisches Beispiel. Wenn 5 italienische Kinder zu mir in die Klasse kamen, habe ich die natürlich nicht nebeneinander gesetzt. Dann hätten die ja italienisch miteinander gesprochen, sondern ich habe die auseinandergesetzt. Dann mussten sie ja mit ihrem Nachbarn Deutsch sprechen. Das hat 14 Tage gedauert, haben die das auch gemacht. So, das heißt also, das ist eine Organisationsfrage vor Ort mit dem Ziel, dass die Kinder alle Deutsch lernen. Und das klappt in jedem Fall. Wenn es sehr viele Kinder sind, das habe ich jetzt nicht erlebt, das ist ja erst in den letzten Jahren gewesen, dann muss die Schulleitung das so organisieren, dass die nicht alle in einer Klasse sitzen. Dann muss das so organisiert werden, dass die deutsche Sprache die vorherrschende Sprache ist. Dann helfen die Schüler, helfen ihren Mitschülern, Deutsch zu lernen. Und was die Lehrpersonen betrifft, ich bin ja 1944 in die Schule gekommen. Und die Lehrpersonen haben nur Hochdeutsch gesprochen. Und als ich später in die Ausbildung kam, meine zweite Ausbildung in Baden-Württemberg, habe ich gestaunt, dass es dort eine Diskussion gab, ob man den Unterricht in Schwäbisch durchführt oder in Hochdeutsch. Und dann hat man sich geeinigt, ja, im Fach Deutsch, da reden wir Hochdeutsch, aber in den anderen Fächern dürfen wir weiter Schwäbisch reden. Das war für uns Saarländer ungeheuerlich, weil bei uns ist immer Hochdeutsch in den Schulen gesprochen worden. Und ich selber, das wissen Sie ja, bin ein Verfechter der Mundart, aber ich habe in der Schule, ich habe das den Kindern auch erklärt, nie Mundart gesprochen und ich habe auch meine Lehrer darauf hingewiesen, wenn sie gemeint haben, sie müssten mit den Schulanfängern so auf der leutseligen Basis da mit Mundart kommen und so weiter. Ich habe ihnen klar gemacht, dass die Schule ihre einzige Möglichkeit ist, Hochdeutsch zu lernen und dass die Lehrer dafür bezahlt werden, den Kindern das, die hochdeutsche Sprache zu vermitteln. Und an meinen Schulen, die ich geleitet habe, ist im Unterricht Hochdeutsch gesprochen worden. Und es ist auch viel gesprochen worden, weil das Sprachvorbild ist eine wichtige Funktion für das Kind. Und ich habe jetzt, sage ich auch mal noch mal von mir, ich habe 2 Enkel, die sind französischsprachig, die sind vor kurzem hier nach Deutschland gekommen, das eine englische
das ist in der Kita und das andere Englisch ist in der Grundschule. Die sprechen beide schon perfekt Deutsch. Das geht also schon, wenn die Sprachvorbilder da sind. Die sind nach Hause gekommen, haben Lieder gesungen, haben Theaterstücke vorgeführt. Das geht. Es muss von der Schule organisiert werden. Es muss natürlich das Personal da sein, aber es muss Hochdeutsch gesprochen werden. Herzlichen Dank.